Leute, was geht? Und willkommen zu einem neuen Video hier von mir. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt euch irgendwie noch nicht hingelegt oder so. Nach meinem letzten Wheelie-Tutorial, wie versprochen, gibt's heute jetzt den zweiten Teil vom Wheelie-Tutorial. So, ich habe mich mal ganz kurz hier hingestellt. Wie ihr schon seht, ich bin wieder hier am Spot. Das Wetter ist echt der Hammer. Also ich meine, jetzt sind ein paar Wolken da, aber das ist eigentlich ganz gut, weil ja, wir haben jetzt, glaube ich, seit 3 oder 4 Tagen oder so immer konstant 30 Grad und blauen Himmel. Also richtig krankes Wetter auf jeden Fall. Ich habe leider heute gesehen, dass der eine Simmering kaputt ist. Ja, leider jetzt schon zum zweiten Mal. Mega nervig auf jeden Fall. Hater würden jetzt sagen, das kommt von den Wheelies. Ich würde einfach sagen, das ist einfach schlechte Qualität von Aprilia. Nee, Spaß beiseite. Natürlich kommt das von den Wheelies. Das ist natürlich mega nervig. Aber ja, dafür mache ich einfach zu gerne Wheelies und nehme das dafür dann auch so in Kauf. Ja, wie schon gesagt, heute der zweite Teil vom Wheelie-Tutorial. Wer meinen ersten Teil noch nicht angeguckt hat, dem würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Also im ersten Teil habe ich so die ganzen Basics von den Wheelies erklärt, wie man einfach so einen ganz normalen Wheelie machen kann und in den zweiten Gang auch schalten kann. Also das gerne abchecken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. In diesem Video geht es dann darum, ein paar Stunts, sage ich jetzt mal, zu machen im Wheelie. Ich werde halt in diesem Video 3 Sachen erklären. Ich werde zum ersten Stand-Up-Wheelies erklären, dann werde ich Coaster-Wheelies erklären und dazu gehört ja eigentlich auch Kennzeichenschleifen. Wobei, beim Kennzeichenschleifen habe ich jetzt sogar eine Neuerung hier dran. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber ich habe hier so einen kleinen Feuerstein hier dran. Ich weiß nicht, ob welche von euch den Firescrape kennen, aber das ist eigentlich genau das Gleiche. Da kommen halt dann so ein paar Funken. Ist eigentlich ganz cool. Vielleicht können wir das ja auch nachher mal machen. Und dann werde ich ganz am Ende noch die One-Hand-Wheelies erklären. So, ich würde sagen, ich laber wieder nicht zu lang. Ich schwinge mich aufs Bike drauf. Gleich müsste auch noch Enno kommen. Den habe ich gefragt, ob der die Aufnahmen von außen machen kann, damit man sich das wieder besser vorstellen kann. Zu Anfang, ich würde euch immer noch die 3 Sachen empfehlen, die ich auch schon im letzten Video gesagt habe. Ich glaube, die muss ich jetzt nicht nochmal alle aufzählen. Ja, wie ihr seht, ich habe heute keine Lederhose an. Es ist einfach zu warm dafür. Also wir haben fast 30 Grad. Oder wollte ich mir das echt nicht antun mit einer Lederhose. Ich habe jetzt einfach meine Trailhose genommen. Aber ja, ich traue mir das zu, dass ich das heute schaffe und keinen Wheelie-Fail habe. Genau, ich mache das immer so, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen übe, keine Ahnung, Stand-Up-Wheelies oder so, dass ich mich erstmal mit einem ganz normalen Wheelie warm mache. Ganz entspannt, ein bisschen ziehen. Schalten wir nochmal in den dritten Gang. Ah, man merkt schon den Wind echt ein bisschen. Ja, genau, also wie ja gerade schon gesagt, werde ich heute die 3 Sachen erklären, Stand-Up, Coaster und One-Hand-Wheelie. Ich starte auch so mit der Reihenfolge, weil ich finde, dass das auch eigentlich so die Reihenfolge von der Schwierigkeit her ist. Also fangen wir an mit den Stand-Up-Wheelies. Beim Stand-Up-Wheelie stellt man sich quasi hin, aber man stellt sich nicht ganz normal hin, sondern man packt quasi ein Bein hinten aufs Motorrad drauf. So dass man quasi nur das rechte Bein auf der Fußraste hat und das linke Bein dann quasi auf der Sitzbank. Das ist halt am Anfang mega ungewohnt, weil man halt auch mega hoch ist. Also man guckt quasi über den Lenker, über den Fender vorne drüber. Genau, also bei mir ist das ja so, dass ich die Wheelies in meinem ersten Gang starte und dann erst den zweiten Gang schalte. Aber ich möchte halt die Stand-Up-Wheelies auch im zweiten Gang machen. Das heißt, am Ende mache ich das immer so, dass ich im ersten Gang den Wheelie ganz normal starte und dann nachher in den zweiten Gang schalte und dann quasi im Wheelie aufstehe und ein Bein auf die Sitzbank mache und dann so den Stand-Up-Wheelie mache. Aber zum Üben würde ich euch das erstmal empfehlen, im ersten Gang anzufangen. Ich stelle euch quasi schon vor dem Wheelie hin und ein Bein auf die Sitzbank, das linke Bein, dann wieder zwischen 15 und 20 km/h, ganz normal Kupplung ziehen, springen lassen, dann hochziehen. Ja, ich habe jetzt auch noch gar nicht mit der Bremse gearbeitet. Also ich war auf jeden Fall noch vorm Kipppunkt. Und ja, das ist am Anfang recht ungewohnt, weil die Karre geht sogar erstaunlich leicht hoch. Weil man ist halt mit dem Schwerpunkt recht weit hinten. Hat viel Gewicht auf der Hinterachse. Ja, kann man auch mal hinter den Kipppunkt gehen. Hier ist aber jetzt halt wieder das Problem, dass ihr halt langsam seid und so halt das Problem habt, dass ihr nach links und nach rechts kippt.
und halt auch einfach nicht schnell werden könnt. Und deswegen mache ich das halt so, dass ich quasi erst den Wheelie mache, ganz normal, dann den zweiten Gang schalte und mich dann im Fahren quasi hinstelle. Das ist eigentlich so der einzige Knackpunkt von, ja, den Stand-Up-Wheelies, dieses im Wheelie aufstellen. Da kann ich euch noch sagen, macht das am Anfang erstmal so, dass ihr im zweiten Gang vor dem Kipppunkt fahrt, damit ihr auch keine Sorge habt, dass ihr hinter Kipppunkt geht, und stellt euch dann mal ganz normal hin. Zweiter Gang. Und dann aufstehen. Ja. Dann erstmal die Karre schnell wieder runterholen, noch nicht groß Geschwindigkeit aufbauen oder so. Und dann könnt ihr natürlich auch mal probieren, den Stand-Up-Wheelie länger zu ziehen. Das heißt, ihr geht in den zweiten Gang, baut da schon ein bisschen mehr Geschwindigkeit auf, stellt euch dann hin und könnt ihn dann so ganz entspannt ziehen, schön am Kipppunkt. Schön mit der Fußbremse arbeiten. Ja. Ist eigentlich ganz entspannt, den so zu ziehen. Macht mega Spaß. Ja. Mach nochmal einen. Für die Außenperspektive. Erstmal ein bisschen schneller. Ja. Ich würde sagen, genug für die Stand-Up-Wheelies. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Coaster-Wheelies. Also zu Coaster-Wheelies kann ich nur sagen, wenn ihr es einmal gemacht habt und einmal könnt, ihr werdet es nur noch machen. Es ist das Geilste auf der ganzen Welt, wirklich. Coastern macht einfach so Bock. Also ihr fangt so an, dass ihr erstmal einen ganz normalen Wheelie im ersten Gang macht. Ganz normal hochziehen. Und dann mal hinterm Kipppunkt die Bremse zieht. Ja, wahrscheinlich hinterm Kipppunkt die Bremse zieht. Ne, hinterm Kipppunkt die Kupplung zieht und dann einfach mal auf die Bremse geht. Wheelie im ersten Gang. Hinterm Kipppunkt auf die Bremse. Und dann ist das, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, man klatscht irgendwie die ganze Zeit nach vorne, weil... Ja, in dem Moment, wo man jetzt die Kupplung zieht, unterbricht man ja die Motorbremse. Und am Anfang ist es halt so, dass man sich da voll erschreckt und ja, irgendwie denkt, man fällt jetzt voll nach hinten rüber und geht deswegen voll in die Hinterradbremse rein. Weil man halt so stark dann reingeht, ist man direkt wieder vor dem Kipppunkt. Und deswegen muss man da halt ein Gefühl für bekommen. Ich würde euch einfach empfehlen, wenn ihr quasi hinterm Kipppunkt seid und dann die Kupplung zieht, ja, dann bekommt ihr ja immer diesen Ruck, durch den ihr dann den Schreck bekommt. Und damit das eben nicht passiert, mache ich das so, dass ich, wenn ich hinterm Kipppunkt bin, schon so ganz leicht, also ich gehe nicht so irgendwie auf die Hinterradbremse, sondern ich gehe so ganz leicht, lasse ich die Hinterradbremse schleifen, um dann quasi, wenn ich die Kupplung ziehe, die Motorbremse zu ersetzen und nicht diesen Ruck zu machen, um dann ganz normal zu rollen. Kann ich jetzt auch mal vormachen. Zieht hoch. Geht hinterm Kipppunkt. Und jetzt bin ich die ganze Zeit auf der Bremse, Coaster. Und kann dann halt immer weiter nach hinten gehen. Ja, und dann ist natürlich der nächste Schritt, dass ihr ja den Coaster ein bisschen länger haben wollt. Ihr wollt jetzt nicht wie gerade nur irgendwie ein paar Meter, sondern ihr wollt richtig schön lange coastern. Und dafür braucht man natürlich auch mehr Geschwindigkeit. Das heißt, ihr müsst quasi den Wheelie wieder ganz normal machen, aber anstatt im ersten Gang müsst ihr dann halt auch den zweiten Gang schalten. Und das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip. Ja, ihr lasst wieder die Hinterradbremse leicht schleifen, zieht dann die Kupplung und müsst dann quasi die Hinterradbremse so dosieren, dass ihr dann nicht vor den Kipppunkt kommt, sondern hinterm Kipppunkt bleibt. Ja, leider habe ich jetzt wegen dem LKW zu wenig Platz, um in den zweiten Gang zu schalten. Gucken, ob es trotzdem geht. Zweiter Gang. Hinterm Kipppunkt. Ja, jetzt kann man natürlich noch eine Stufe höher gehen und sagen, ich möchte, nachdem ich den Coaster Wheelie gemacht habe, also im Coaster war, möchte ich wieder weiter wheelen. So, das heißt, ihr müsst wieder einen Gang runterschalten. Im Coaster, da ihr die Kupplung sowieso gezogen habt, könnt ihr auch einen Gang runterschalten und dann wieder weitergehen. Coastern. Erster Gang. Und dann könnt ihr wieder in den zweiten Gang gehen. Ja, aber ich kann jetzt nochmal probieren, ich habe ja vorhin gezeigt, dass ich diesen Fire Scrape da hinten dran habe oder diesen selbstgebauten Feuerschein. Ich kann jetzt einmal probieren, den zu schleifen. Ups. Ja, wie ihr hoffentlich gehört habt, habe ich da jetzt hinten geschliffen.
meinem zweiten Gang mal gucken. Ich würde sagen, so viel zum Thema Coastern. Ich kann euch nur empfehlen, das zu lernen. Das macht so Bock, ist einfach richtig geil. Ich mache es bei fast jedem Wheelie und kann euch das auf jeden Fall nur empfehlen. So, und jetzt zum Schluss erkläre ich noch das für mich Schwierigste, und zwar den One-Hand-Wheelie. Weil es ist einfach so eine krasse Kopfsache, ja, im Wheelie einfach die eine Hand wegzunehmen. Also da kann ich euch zwei Tipps geben, und zwar der erste Tipp, der allerwichtigste Tipp, den ihr auf jeden Fall machen müsst. Ihr müsst mit dem linken Fuß euch unter die linke Fußraste so einhaken. Weil dadurch, dass ihr die Stabilität mit der linken Hand nicht mehr habt, seid ihr voll instabil und klammert euch nur noch mit der rechten Hand fest. Und um dann eben nicht runterzufallen oder irgendwie instabil zu werden, den linken Fuß unter die linke Fußraste klemmen. Und die zweite Sache ist, macht es am Anfang so, dass ihr die Hand quasi im Beschleunigungswheelie wegnehmt. Ihr macht wieder einen ganz normalen Wheelie, und wenn ihr dann im zweiten Gang seid, dann klemmt ihr den Fuß unter die Fußraste und versucht dann erstmal nur für einen ganz kurzen Moment die Hand wegzunehmen und dann wieder dran zu packen. Kann ich jetzt mal machen. Zweiter Gang, Hand weg und wieder dran. Also ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ich habe die nur einmal ganz kurz weggenommen und direkt wieder dran genommen. Das müsst ihr einfach mal machen, damit ihr euch da nicht erschreckt und damit ihr einfach darauf klarkommt. Okay, ich habe jetzt nur noch eine Hand. Also ganz kurz Hand weg und wieder Hand dran. Und das macht ihr dann immer so, dass ihr einfach immer versucht, das ein kleines bisschen länger zu machen. Aber wie gesagt, wichtig ist, schaltet wieder in den zweiten Gang und macht das dann vor dem Kipppunkt. Weil gerade am Anfang, wenn ihr unsicher seid und dann halt hinterm Kipppunkt seid und mit der Fußbremse arbeiten müsst, dann wird es halt wirklich schwierig. Erster Gang hochziehen. Zweiter Gang, Fuß runter und Hand weg. So, ich würde sagen, jetzt machen wir nochmal einen ganz langen Versuch nochmal. Zweiter Gang, Fuß runter, Hand weg. Ja, dann kann man den eigentlich ganz entspannt so ziehen. Ja. Ihr seht, der war jetzt schon eigentlich recht lang. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich jetzt gerade hier so wenig Platz habe wegen den LKWs. Also sucht euch am besten den Spot aus, wo ihr viel mehr Platz habt, damit ihr auch mal nach links und nach rechts kippen könnt. So, ich würde sagen, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet wieder einige Tipps mitnehmen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie das bei euch so klappt, was ihr gerade am Üben seid, würde mich wirklich mal interessieren. Und ja, bei Fragen, haut die Fragen einfach auch in die Kommentare oder halt bei Insta. Genau, da könnt ihr mir auch gerne folgen bei Insta, da bin ich echt aktiv, wenn ihr wissen wollt, was so mit dem Bike hier abgeht, wo ich immer unterwegs bin und so. Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja moin, noch ein LKW, was ist denn heute los? So viel zum Thema auf jeden Fall, sucht euch einen vernünftigen Spot, wo ihr keinen stört oder so. Scheiße, Digga, solche Witze.